So, herzlich willkommen auf dem Kanal Saarbrücken baut. Heute ein Video zum Ludwigspark Stadion, das ja teilneu gebaut wird. Hier spielt der erste FC Saarbrücken, gegründet 1903. Was Sie nun sehen, ist das neue Funktionsgebäude, auch neue Haupttribüne oder Südtribüne. Dort befinden sich die Umkleiden der Spieler sowie Funktionsräume, der neue VIP-Bereich, die neue Gastro sowie Räume für Pressekonferenzen. Die Polizei und das Rote Kreuz. Im Vordergrund sehen Sie die Fundamentarbeiten für die neue Tribüne. Die Pfähle, die Sie vorne sehen, sind Pfähle für das Dach der neuen Osttribüne. Hier sieht man schön von der Seite die neue Vortribüne. Dort im Hintergrund entsteht gerade die Bande, die um das komplette Spielfeld herumgehen wird. Dann hier vorne steht schon der Kran zum Bau der neuen Westtribüne, die auch als Gästetribüne bezeichnet wird. Im Hintergrund sieht man die St. Josefskirche in Mahlstadt. Da ein Mast der Flutlichtanlage, die erhalten bleibt. Es war einmal die stärkste Flutlichtanlage in Europa. Lange ist es her. Sie steht unter Denkmalschutz. Vielleicht bekomme ich den anderen Mast auch noch drauf. Ja. Hier im Hintergrund, hinter den Bäumen, man kann ihn kaum sehen. Wie gesagt, die Pfähle hier vorne sind die Pfähle für das Dach der neuen Osttribüne. Hier sehen Sie das Funktionsgebäude von der Rückseite. Leider muss ich durch einen Zaun filmen. Hier wird einmal der Zugang zum Funktionsgebäude sein. Hier sehen Sie schön die Betonierarbeiten an der Bande. So, nun sehen Sie die ausführende Baufirma Peter Großbau.
aus St. Ingbert. Das hier ist die Osttribüne. So, hier sehen Sie die Vortribüne. Die Ecke bleibt frei für spätere Erweiterungen. Im Hintergrund oben die alte Nordtribüne, die ja erhalten bleibt. Gebaut in den 80er Jahren. Damals spielte der erste FC Saarbrücken in der Bundesliga. Dieser Eckpunkt wird auch frei bleiben. Hier sehen Sie nun im Vordergrund nochmal die Vortribüne.